Es gibt gewisse Signale, die eine Frau aussendet, wenn sie dich nicht so sehr mag, wie du es dir vielleicht erhoffst. Das sind Hinweise, wenn sie einfach nicht so begeistert von dir ist, wenn sie kein romantisches Interesse an dir hat. Diese Anzeichen können subtil oder weniger subtil sein. Und ich spreche heute darüber, weil es für Männer nicht immer ganz einfach ist, sie zu erkennen. Oft sind wir in Beziehungsangelegenheiten von unseren Hoffnungen und Wünschen geblendet. Und genau das macht es schwierig, offen für bestimmte Hinweise zu sein, die uns sagen, dass da kein Interesse besteht. Oder vielleicht sogar eine gewisse Abneigung. Ja, und damit möchte ich einfach dazu beitragen, dass Männer besser verstehen, wie sie Signale interpretieren können, um unnötige Enttäuschungen zu vermeiden und um auch nicht ihre kostbare Zeit zu verschwenden. Und wenn eine Frau kein Interesse bekundet, ist das natürlich kein Drama. Wichtig ist, dass man erkennt, wann es Zeit ist, weiterzuziehen und neue Möglichkeiten zu erkunden. Ja, und das Ganze kann in der Konstellation sein, ihr lernt euch gerade kennen oder ihr habt euch schon ein paar Mal getroffen oder ihr kennt euch schon länger. Diese Hinweise können natürlich je nach Person und Situation variieren, aber du kannst daran mit hoher Wahrscheinlichkeit schon erkennen, wenn eine Frau kein Interesse an dir hat. Kommunikation ist ein Schlüsselfaktor in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wenn Interesse besteht, dann neigen wir automatisch dazu, offener und engagierter zu kommunizieren. Und besonders Frauen kommunizieren gerne und oft blumig, also das heißt, sie schmücken ihre Sätze aus und sie neigen auch dazu, ihre Gedanken und Gefühle nicht nur emotionaler, sondern auch auf eine detailliertere Weise auszudrücken als Männer. Ihr habt das vielleicht schon beobachtet, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Wenn eine Frau also nur knappe, einsilbige Antworten gibt oder keine Initiative zeigt, das Gespräch am Laufen zu halten, dann ist das meist ein Zeichen dafür, dass sie kein Interesse hat. Sie verspürt einfach nicht das Bedürfnis, eure Verbindung zu vertiefen. Oder wenn sie sich immer lange Zeit lässt, um auf deine Textnachrichten zu reagieren oder desinteressierte Antworten gibt, auch das zeigt meistens eine fehlende emotionale Verbindung. Im Gegensatz dazu würde eine Frau, die Interesse hat, schneller und enthusiastischer auf Textnachrichten antworten, da sie ja den Austausch mit dir genießt und regelmäßig in Kontakt bleiben möchte. Noch ein Punkt zur Kommunikation. Wenn eine Frau regelmäßig über andere Männer spricht, Interesse an anderen Männern zeigt, kann auch das ein Anzeichen sein, dass sie sich halt nicht für dich, sondern für die anderen interessiert. Und vielleicht will sie dir ja damit subtil signalisieren, dass sie nicht verfügbar ist. Wenn echtes Interesse besteht, konzentrieren wir uns meistens aufeinander und sprechen weniger über andere potenzielle Partner. Kurzer Einschub, ich finde es auch unhöflich und unpassend, ständig über andere Männer zu sprechen. Und umgekehrt übrigens genauso. Ich hatte mal einen guten Kollegen, also nicht romantisch, einfach einen Kollege, und wir trafen uns manchmal, wir unternahmen Dinge, wir gingen an Pokerturniere. Und er sprach einfach die ganze Zeit über von anderen Frauen. Ich fand das unpassend, weil es die Atmosphäre störte und ich auch das Gefühl hatte, dass er mich nicht wirklich als guten Freund, sondern eher als Zuhörer für seine Eroberungen betrachtete. Blickkontakt ist ein wichtiger Teil der nonverbalen Kommunikation und die Art und Weise, wie eine Person Blickkontakt mit ihr herstellt oder eben vermeidet, kann viel über ihre Gefühle und ihre Bereitschaft zur Interaktion verraten. Und du erkennst es wirklich oft an der Art, wie eine Frau dich ansieht, ob sie Interesse hat oder nicht. Wenn sie keines hat, würde sie Blickkontakt eher vermeiden. Sie schaut dich nicht offen und interessiert an. Möchte man jemanden näher kennenlernen und vor allem mag man eine Person wirklich sehr, auf eine romantische Art, dann erkennt man das sehr oft in ihren Augen. Der persönliche Raum ist ein wichtiger Aspekt der nonverbalen Kommunikation. Wenn Interesse besteht, suchen Menschen üblicherweise nach Nähe und Berührung. Man ist hingezogen zu der Person und ob bewusst oder unbewusst, es schleicht sich ein in unsere Gestik, in unsere Körperhaltung. Und manchmal können wir ja gar nicht anders. Wenn eine Frau physische Distanz wahrt, zum Beispiel häufig zurückweicht oder Berührungen vermeidet, könnte das bedeuten, dass sie sich dir nicht emotional nahe fühlt. Also Interesse oder Desinteresse kann man manchmal wirklich sehr gut an der Körperhaltung erkennen. Hat sie eine defensive Körperhaltung oder wendet sie ihren Körper oft so von dir ab? Sind das meist Zeichen, dass du sie nicht wirklich interessierst. Nächster Punkt, Fluchtverhalten. Menschen neigen dazu, unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Wenn eine Frau Ausreden findet, um dir aus dem Weg zu gehen oder um Treffen zu vermeiden, ist das meistens ein starkes Zeichen, dass sie kein Interesse hat. Ja, sie geht dir lieber aus dem Weg, sie versucht, die Interaktionen zu reduzieren,
um vielleicht auch keine falschen Hoffnungen zu wecken. Oder weil sie dich nicht besonders mag, auch das soll vorkommen. Wir kennen es doch alle, mit Leuten, die wir sehr, sehr mögen und die wir schätzen, verbringen wir gerne Zeit. Besonders mit jenen, an denen wir romantisch interessiert sind. Wenn eine Frau wenig Interesse zeigt, Zeit mit einem Mann zu verbringen oder gemeinsame Aktivitäten ablehnt, ist sie entweder nicht interessiert oder sie mag dich halt sonst irgendwie nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Glaub mir, ist eine Frau an dir interessiert, merkst du das in der Regel auch. Sie will dich sehen, sie zeigt Neugier und Engagement. Sie ergreift auch die Initiative für gemeinsame Aktivitäten. Kommt von ihr keine Initiative oder findet sie immer wieder Ausreden, Treffen zu vermeiden oder abzusagen. Oder sie kommt nur auf dich zu, wenn sie etwas von dir braucht. Dann ist sie nicht wirklich an dir interessiert. Interesse an einer Person zeigt sich oft durch die Neugier an ihren persönlichen Details und Erfahrungen. Man will mehr wissen, man stellt Fragen, hakt nach, erkundigt sich und nimmt diese Informationen interessiert und neugierig auf. Wenn eine Frau eher desinteressiert oder gleichgültig auf deine persönlichen Informationen reagiert, ja, auch das ist eher ein Zeichen, dass du ihr egal bist. Wie gesagt, all das ist kein Drama, aber es ist besser, du weißt es früher als später. Es geht einfach darum, dass man die Signale erkennt, um unnötige Enttäuschungen zu vermeiden und nicht seine Zeit zu verschwenden. Letztlich ist es ein Akt der Selbstachtung und des Selbstschutzes, damit wir unsere Energie dort investieren, wo es sich lohnt und wo wir erfüllt werden. Wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe auf ganz bald, macht's gut, bis dahin und tschüss!